wie du ein viel besserer Offensivspieler wirst, der auf höchstem Level bestehen kann. Achtung, ich teile hier Ansätze aus der Akademie, welche auch Cristiano Ronaldo rausgebracht hat. Zum Kontext, ich war in Portugal bei der Akademie von Sporting Club Portugal. Diese ist einer der weltbesten Akademien, welche überdurchschnittlich viele Profis rausbringt. Bekannte Namen, die sie rausgebracht haben, sind zum Beispiel Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Bruno Fernandes, Ricardo Quaresma und viele weitere Weltstars. Und jetzt zum Thema, wie du ein besserer Offensivspieler werden kannst. Damit du ein gefährlicher und unberechenbarer Offensivspieler werden kannst, brauchst du unbedingt Kreativität. Zudem musst du schnell gute Entscheidungen treffen können. Und natürlich solltest du auch Tore schießen können. Natürlich gehört noch mehr dazu, aber dies sind schon mal sehr wichtige Kernfaktoren. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird jedoch den Spielern oftmals vorgeworfen, dass sie zu wenig kreativ seien. Oftmals hört man auch das Wort zu roboterhaft, wie Roboter etc. Wie siehst du das? Stimmst du dem zu oder nicht? Schreib es unten in die Kommentare. Ob das nun stimmen mag oder nicht, völlig egal, in diesem Video gebe ich dir einige Faktoren mit auf den Weg, worauf in der Sporting Akademie extrem geachtet wird und du dadurch natürlich extrem profitieren kannst, dass du zu einem besseren Offensivspieler wirst. Was bei Sporting extrem gefördert und worauf auch extrem geachtet wird, ist die Entscheidungsfindung. Sie sagen, dass das etwas vom Wichtigsten ist, worauf sie bereits auch schon beim Scouting extrem Acht darauf geben. Genau diesen Faktor habe ich übrigens auch schon damals bei Real Madrid bei der Coaching Convention mitgenommen. Also, Entscheidungsfindung ist sicherlich ein Stichwort, was du dir als Offensivspieler unbedingt merken solltest. Doch wie kannst du das nun aber fördern? Ich sage dir, wie du es ganz sicher nicht förderst, indem dass du Trainingsübungen ausführst, die zu viele Vorgaben enthalten und nicht spielnahe sind. Bei Sporting war jede Übung, und das heißt wirklich jede Übung, spielnahe. Das vom Aufwärmen bis zum Schluss. Der Trainer hat auch selten unterbrochen, hat jeweils am Anfang des Spiels einige Auflagen gegeben. Zum Teil hat er aber auch gar keine Auflagen gegeben und einfach spielen lassen. Es könnte also sein, dass wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz versuchen, das Training und somit die Spieler zu fest zu kontrollieren und dass sich das negativ auf das Offensivspiel auswirkt. Das ist jedoch etwas, was du als Spieler nur sehr bedingt beeinflussen kannst, wie das Training aufgebaut ist. Und daher komme ich jetzt zu etwas, was du zu 100% selber in der Hand hast, was dich zu einem besseren Offensivspieler macht. Dazu erstmals wieder ein bisschen Kontext. Je mehr du unter Stress bist, desto schlechter wird deine Entscheidungsfindung sein. Dies ist so, weil dein Körper unter Stress Cortisol produziert, welches im Hirn einige Sachen so verändert, dass du nicht in der Lage bist, das Maximale an Lösungsmöglichkeiten überhaupt wahrzunehmen. Das heißt also, dein Blick ist somit eingeschränkt und somit natürlich automatisch auch deine Kreativität, wie deine Fähigkeiten, wirklich Lösungen, sprich die optimalen Lösungen zu sehen und entsprechend zu finden. Was du also tun musst, um dieses Problem zu lösen, ist, dich in die Lage zu bringen, ruhig zu bleiben, egal, ganz egal, was rund um dich herum passiert. Das ganz egal, wer der Gegner ist, ob ihr um den Aufstieg spielt, ob ihr um den Abstieg spielt, vor wie vielen Zuschauern, ob du ein Finale spielst, völlig egal, du musst innerlich ruhig bleiben können. Spieler, die wir bei Football Leverage betreuen, lernen genau das, unter Druck ruhig zu bleiben. Stell dir vor, wenn auch du das in Zukunft kannst, so wirst du viel bessere Entscheidungen treffen und das auch unter höchstem Druck. Somit wirst du zu einem viel besseren Offensivspieler, der immer in der Lage ist, seinem Team auch wirklich zu helfen. Und das in jedem Spiel, auch bei wichtigen Spielen. Wenn du das schaffst, dann hast du eine Fähigkeit, die dich im Fußball immer höher, höher und noch höher bringen kann.
Jetzt ein wichtiger Tipp: Trainiere unbedingt deine mentale Stärke. Denn je mental stärker du bist, desto ruhiger wirst du in diesen Drucksituationen bleiben und desto besser bist du in der Lage, genau in diesen Situationen optimale Lösungen zu finden. Wenn du dies gemeinsam mit uns, mit Football Leverage, machen möchtest, dann kannst du dich für eine Zusammenarbeit bewerben. Dies kannst du tun, indem dass du unter diesem Video auf den Link klickst, auf unsere Webseite gehst und dort das Bewerbungsformular für die Zusammenarbeit wirklich seriös ausfüllst. Denk daran, je mental stärker du bist, desto ein besserer Offensivspieler wirst du sein. Also leg los. Wenn du weitere solche Videos schauen möchtest, die dich zu einem besseren Fußballer machen, dann abonniere diesen Kanal und hier werden dir noch weitere Videos von Football Leverage vorgeschlagen, die du dir sehr gerne anschauen kannst.